Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Er hatte gesagt, bis 8. War das eine Drohung? Was würde er tun, wenn ich nicht kommen würde? Ah, da sind Sie ja. Kommen Sie rein. Ich habe auf Sie gewartet. Meine Frau und meine Schwiegereltern sind ins Theater gefahren nach München. Sie wissen von nichts. Ich wollte erst mit Ihnen allein sprechen. Wollen Sie auch? Nein, danke. Ja, Lansky, ich habe heute Nachmittag herumtelefoniert. Überall dort, wo in Firmen, die wir liefern, eingebrochen wurde. Ich habe mir die Einzelheiten geben lassen. Der Einbrecher hat sich sehr gut ausgekannt. War vollkommen vertraut mit den Örtlichkeiten. Nicht nur damit. Auch mit spezifischen Angewohnheiten, die nur jemand wissen kann, der seit Jahren genau die Verhältnisse kennt. Die Polizei hält den Mann für einen absoluten Amateur. Ungeschult, laienhaft. Tja, fast hilflos manchmal. Lansky, waren Sie das? Lansky! Was um Himmels Willen hat Sie bewogen, so unglaubliche Dinge zu tun? Sie bestehlen Ihre früheren Kunden. Warum? Da können Sie mir eine Erklärung dafür geben. Ich bekam keine Arbeit mehr. Ich habe mich überall beworben, aber niemand wollte mich einstellen. In meinem Alter. Ich habe alles versucht, vergeblich. Sie haben es also wirklich getan. Sie müssen sich natürlich der Polizei stellen, daran kommen Sie nicht vorbei. Ja, aber Sie können nicht erwarten, dass ich schweige, dass ich Sie decke. Damit rechnen Sie doch nicht. Also, ich erwarte, dass Sie morgen früh zur Polizei gehen oder ich... ich muss Anzeige erstatten, Lansky. So leid mir das tut, das müssen Sie doch verstehen. Ich würde mich ja sonst mitschuldig machen. Gute Nacht. Was hat er gesagt? Niemand weiß etwas. Ich habe niemandem etwas gesagt. Ich wollte erst mit Ihnen sprechen. Ich dachte, da gibt es also nur einen Menschen, der etwas weiß.